Es ist wieder Wochenende und das heißt, es ist auch wieder Zeit für Resident Evil. Wir befinden uns hier in diesem Raum mit diesem ja schicken Globus in der Mitte. Aber in der letzten Folge haben wir was gefunden und ich glaube, an dieser Stelle geht es weiter. Nämlich dieses Schmuckkästchen hier. Das sollten wir uns mal untersuchen. Oder das sollten wir uns mal betrachten. Das können wir uns untersuchen. Warte mal, untersuchen. Wenn wir uns das jetzt hier betrachten, dann sieht man schon, dass da so mehrere von den komischen Metallobjekten scheinbar in die Kiste eingelassen sind. Und wir haben hier eine Öffnung. Eine runde Öffnung, etwa 4 cm im Durchmesser. So, und genau da werden wir mal jetzt diesen leckeren roten Diamanten einsetzen. Ja, so nicht. Kombinieren bitte. Tja, und da fallen genau diese Metallsplitter raus. Und wir stehen vor dem nächsten Rätsel, beziehungsweise vor dem ersten Rätsel in dieser Folge. Ich habe schon seit einer Woche nicht mehr aufgenommen. Das ist heute die erste Folge am Wochenende, die ich aufnehme. Also verzeiht mir, wenn ich erst so in das so ein bisschen reinkommen muss. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie das Ganze hier funktioniert. Ich glaube, wir fangen am besten mal mit diesem großen Teil hier an. So, wenn man jetzt wüsste, warum man das einordnen soll. Man kann das nämlich hier auch noch so drehen. Aber ich glaube, das ist ganz gut. So, dann werde ich das hier mal justieren und das nächste Teil aussuchen. Da nehmen wir am besten das nächste große. Das ist das hier. Und jetzt ist hier die große Frage. Vielleicht sollte ich doch lieber ein anderes nehmen. Ich weiß auch schon fast, was für eins. Warte mal, ich nehme nämlich ein anderes und zwar das hier. Das sieht doch besser aus, oder? Genau, guck mal, das passt nämlich. Das passt nämlich. Ich muss da jedes Mal ein bisschen überlegen. Das ist eigentlich nicht sonderlich schwer. Aber trotzdem musst du halt überlegen, logischerweise. So, jetzt nehmen wir das hier. Das könnte da auch wieder reinpassen, ne? Dann haben wir noch zwei Stück und das sieht wunderbar aus. Ja, so gut sieht es gar nicht aus. Doch, warte mal. Ja, jawoll. Man muss auch den richtigen Abstand finden. So, also das nächste. Da machen wir dieses hier. Ihr hört das vielleicht, das Gamepad quietscht ein bisschen. Ich spiele das hier mit Gamepad. So, mal probieren, ob wir das schaffen. So, und das letzte. Ja, sehr schön. Wer hätte es denn gedacht, dass ich das so gut hinbekomme? Und da ist eine Brosche drinnen. Und ich glaube, die sollten wir uns auch nochmal untersuchen. Die sieht nämlich sehr seltsam aus da vorne. Aha. Sieht aus wie ein moderner Autoschlüssel. Aber es ist tatsächlich ein Wappenschlüssel. Relativ modern, dass man den so einklappen kann. Sehr schön. Okay, den haben wir jetzt gefunden. Dann würde ich fast vorschlagen, wir hauen von diesem Ort wieder ab. Wir brauchen hier nichts mehr. Ich muss jetzt nur überlegen, wie wir am besten weitermachen. Wir müssen, ich würde sagen, wir gehen erstmal zu einer Kiste zurück. Also in so eine Art Ruheraum. Oder nicht in eine Art Ruheraum, sondern wir gehen in einen Ruheraum zurück. Wenn ich denn nur wüsste, wo wir lang müssen. Ach, wir sind hier in der Haupthalle. Genau, okay, gut. Jetzt haben wir zwei verschiedene Ruheräume. Ost und West. Ich glaube, wir nehmen diesmal den anderen. Und zwar diesen hier. Gehen wir da durch. Ich muss mal gerade gucken, wo man da reinkommt. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Eine Woche Zeit dazwischen ist immer schon ganz schön lange. Ich spiele es ja momentan auch auf der Xbox, aber da bin ich natürlich noch nicht so weit. Das heißt, da kriege ich die Türen hier noch gar nicht auf. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Aber wir sind hier richtig. Der steht auf. Schnell, schnell, schnell. Oh, Alter. Haben wir gerade noch so geschafft, ey. Ja, ich weiß, wir hätten die normalerweise, wir müssten die alle umholzen. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als ich gerade im Inventar war. Ich habe nur noch einen Schuss oder so dabei. Wirklich, nur noch einen Schuss. So, durch diese Tür auch durch. Und ich glaube, dann sind wir richtig. Ich probiere es mal.
Ja, mit diesem einen Schuss wäre ich natürlich nicht sonderlich weit gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall. Ja, genau, wir sind hier richtig. Das nächste Mal auf jeden Fall unsere Munition aufrüsten, ausrüsten, erneuern. Und dazu gehen wir jetzt mal hier in diesen Ruheraum. Und endlich hören wir wieder die schöne Musik und ich genieße einfach mal die Ruhe. Ich weiß, bisher gab es noch gar keine Action, aber ich nehme trotzdem einen Schluck Kaffee. So. Speichern werde ich an dieser Stelle noch nicht. Das machen wir erst nachher. Aber ausrüsten trotzdem. So, jetzt haben wir hier eine MO-Disk. Die packe ich wieder ganz unten hin zu meinem Zeug. Die brauchen wir jetzt nicht. Die brauchen wir erst später. So, hier diese Farbpatronen. Wo habe ich die hingeballert? Dahin. 13 Stück haben wir jetzt dabei. Ein grünes Heilkraut. Packen wir hier rein. Und die Pistole, die brauchen wir auch nicht mehr. Aber wir brauchen ein paar andere Sachen. So, wo sind hier meine Bewaffnung? Da unten. Wir brauchen das Band. Ne, das Buch können wir auch noch wegpacken. Das brauchen wir jetzt auch noch nicht. So, aber jetzt hier. Das Teil. Das Teil. Dann brauchen wir eine bessere Waffe. Dann nehmen wir die hier. So, haben wir sonst noch was Besonderes dabei? Nee, ne? Okay. Also normalerweise sollte uns jetzt nichts passieren. Es kann natürlich nur sein, dass uns ein paar Zombies über den Weg laufen, die wir bisher noch nicht getötet haben. Zumindest noch nicht endgültig, dass die wieder aufwachen. Aber ich probiere es jetzt einfach mal ohne zu speichern. Habe auf jeden Fall eine geile Waffe dabei. 10 Schuss sind es am Mann. Oder an der Frau vielmehr. Und schauen wir doch einfach mal, ob das jetzt funktioniert. Mit dem neuen Schlüssel bekommen wir logischerweise einen neuen Ort auf. Und genau da möchte ich jetzt mit euch hingehen. Wenn ich ihn noch finde. Es ist alles schon eine ganze Weile her. Das ist einfach mal testen. The dock knob has been repaired. Das war der Knopf, der repariert wurde. Von Barry. Der hatte ja gesagt, er hat die Tür repariert. Und das können wir uns jetzt natürlich zunutze machen. So, und wenn ich mich recht erinnere, müsste hier in dem Bereich hoffentlich keiner mehr rumliegen, aber ein Raum sein. Ah, da ist er schon. Ihr seht das, da ist so, an dieser Tür ist da so ein Wappen. Und genau da passt auch dieser Wappenschlüssel. Und wie ich gerade sehe, ist es sogar die einzige Tür, bei der er passt. Also können wir den Schlüssel auch schon direkt wegschmeißen. Wir gehen durch die Tür durch. So. Tut mir übrigens leid, ich bin jetzt mittlerweile schon mehrmals darauf angesprochen worden, dass dieses Spiel oder dass ich dieses Spiel eher wie ein Walkthrough spiele und nicht wie ein Let's Play, weil das meiste weiß ich schon. Es liegt ganz einfach daran, dass ich mich vorher natürlich immer ein bisschen informiere, was wir machen. Ich glaube, ich hatte da schon mal drüber gesprochen. Ich hätte das vielleicht ein bisschen anders anpacken sollen, aber möchte jetzt auf die letzten Folgen, die dieses Let's Play noch andauern wird, nicht meinen kompletten Stil ändern. Ich werde versuchen, nichts mehr zu spoilern oder so, sondern einfach, dass wir das zusammen erkunden. Aber natürlich ist es kein hundertprozentiges Blind Let's Play. Ich glaube, das ist in den letzten Folgen rausgekommen. Es ist auch kein Geheimnis gewesen. Es ist eher so ein Walkthrough. Ich wollte das einfach nochmal durchspielen und ihr könnt mir dabei zuschauen. Letztendlich würde ich es heute vielleicht ein bisschen anders machen, aber jetzt haben wir so angefangen, jetzt mache ich es auch so weiter. Das heißt, ausnahmsweise weiß ich mal ungefähr, was ich tun muss. Bei den anderen Spielen ist es nicht so. Und bei dem ist es jetzt so. Also verzeiht mir das, dass es so ist. Ich benutze es oder ich sehe es eher als Walkthrough. Und die anderen Spiele sind wirklich blind. So, wir sind auf jeden Fall hier in einem sehr düsteren Raum. Da vorne steht aber so eine Lampe. Und die geht doch bestimmt an. Okay, ja, so viel heller ist es jetzt auch nicht. Auch da blinkt was. Das Metallobjekt, jawohl, nehmen wir mit. Ich glaube, hier gibt es aber noch mehr. Wir müssen nur mal hier ein bisschen was durchsuchen. Guck mal, da eine Schublade. Shotgun Shells. Haben wir auch noch was? Bio-Bücher, also keine Bücher mit dem biologischen Einband, sondern vielmehr Bücher, die sich mit Biologie und
Science-Sachen beschäftigen. Guck mal, warum ist da eigentlich das Fenster auf? Sieht so aus, als wäre das Fenster auf. Das gefällt mir nicht. So, da vorne ist da auch noch was. Ja, sehr schön. Das Battery Pack dient zur Selbstverteidigung. Und da haben wir auch wieder diese Bücher. Okay, da gibt es nichts mehr. Gut, Freunde. Dann werden wir hier wieder rausgehen. In diesem Raum gibt es nichts mehr. Wir haben hier dieses Metallobjekt gefunden. Und das war wohl das, was wir gebraucht haben. Ich weiß jetzt aktuell noch gar nicht, wo es einsetzen muss. Wir werden das sehen. Ich weiß aber so ein bisschen, wo es weitergeht. Denn wir müssten hier mit unserem Zubehör, ja, so leid es mir tut, leider nochmal an die frische Luft gehen. Irgendwie, es ist im Haus schon unheimlich genug, aber in der Freiheit ist es noch viel unheimlicher. Und deswegen gehe ich eigentlich nur ganz ungerne ins Freie. Aber genau dahin müssen wir uns jetzt hinbewegen. Okay, da lädt er schon. Ja, und könnt ihr euch an diese Stelle erinnern? Das war diese Stelle, wo uns dieser Kackhund angefallen hat das letzte Mal. Wo wir ganz schnell machen mussten, da dieses Emblem hier einsetzen und dann durch die Tür in so eine Art Gartenhütte oder was es ist, reingehen. Reingegangen sind vielmehr. Genau, da sind wir jetzt auch wieder in dieser Gartenhütte. Ihr erinnert euch vielleicht noch, vor einigen Folgen waren wir mal an so einem Schwimmbad. Da haben wir das Wasser abgelassen. Genau da will ich jetzt mit euch auch nochmal hin. Und wenn ich mich nicht täusche, kommen wir auf diesem Weg genau dorthin. Das Einzige, wie gesagt, was so ein bisschen unheimlich ist, ich weiß nicht, ob wir hier alleine sind. Momentan sieht es gut aus. So, jetzt hier hoch. Und durch dieses große Gatter. Sind wir beim Schwimmbad? Genau. Da gehen wir jetzt nochmal drüber. Wir hatten ja das Wasser abgelassen. Jill kann nicht schwimmen, deswegen mussten wir das Wasser ablassen, um da drüber zu kommen. Und das hatten wir ja letztens schon getan. Boah, da kommen so beschissene Schlangen. Aua! Scheiße! Und schon bin ich vergiftet. Das ist doch so eine Kacke, ey. Wir fahren jetzt erstmal ganz fix mit dem Aufzug hier runter. Da sind wir hoffentlich wieder in Sicherheit. Ich überlege gerade. So, warte mal. Ich gucke hier nochmal. Poison. Ja, super. Waren das die blauen Kräuter? Nee, glaub nicht, ne? Doch. Sehr schön. Vielen Dank. Und damit sind wir wieder gesund. Oh, Gott sei Dank, ey. So. Da waren wir schon mal. Vor nicht allzu langer Zeit. Und was hier ganz interessant ist, das will ich euch nochmal zeigen. Das sieht nämlich so aus, als würde man hier durchkommen. Aber Jill scheint nach wie vor ein bisschen wasserscheu zu sein und möchte da nicht durchkommen. Da ist dieser Wasserfall. Und obwohl es unten so aussieht, als würde da ein Weg reinführen, können wir da nicht durchgehen. Problem ist natürlich, wenn wir das Wasser wieder anmachen, also das Wasser stoppen in dem Sinne, beim Schwimmbad, dann können wir das hier verändern. Aber dann kommen wir nicht mehr über das Schwimmbad drüber, wir kommen nicht mehr hierher. Jetzt habt ihr ja vielleicht schon gesehen aus den letzten Folgen, dass es da noch so einen weiteren Fahrstuhl gibt, weiteren Aufzug. Das ist dieser hier und dieser hier führt oben an die andere Stelle, die wir auch schon mal gesehen haben. Nur, dass wir diesmal eine Batterie dabei haben. Das heißt, wir können mal versuchen, die hier einzusetzen. So, benutzen. Genau, hat gepasst. Wunderbar. Und dann fahren wir mal mit dem Fahrstuhl hoch. Jetzt können wir nicht das Wasser wieder volllaufen lassen beim Schwimmbad. Wir brauchen auch nicht mehr drüber zu gehen, weil wir jetzt den Fahrstuhl benutzen können. Sehr schlau gemacht, Gryo, sehr schlau. Und erkenne die Stelle wieder, da waren wir nämlich schon mal.
Jetzt kommen wir nämlich wieder hier auf diesen großen Platz, wo wir auch eben gerade schon mal waren. So, da ist allerdings falsche Richtung, wir müssen da lang. So, jetzt kann ich hier nochmal zum Schwimmbad gehen. Und ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir da denke. Wo ich eigentlich gar keine Lust habe. Am Anfang war das Spiel noch so schön harmlos. Aber mittlerweile sind die Gegner viel heftiger. Okay, das ist die Stelle, da können wir das Wasser steuern. Und zwar mit unserer, wie heißt es, Seilwinde? Nein, mit diesem Hebel da. Ist auch egal, wie es heißt. Der Wasserfall wurde gestoppt. Okay, gut. Da ist auch wieder schön Wasser drin. Und wir können jetzt nochmal zurückfahren mit dem Fahrstuhl. So, da vorne ist er. Bin ich mal gespannt. Und siehe da, der Wasserfall ist tatsächlich ausgegangen und wir können auch diesen Weg hier durchlaufen. Ob mir das hier so besser gefällt, wage ich zwar zu bezweifeln, aber wir müssen da lang. Und da geht es auch schon wieder direkt runter in die Tiefe. Na super. Tja, wir sind hier unten in so einem Art Stollensystem. Wir haben hier direkt eine Tür. Aber ich habe schon öfters gehört, der leichteste Weg ist nicht der einfachste, also vielleicht auch nicht der kürzeste Weg. Wir gehen erstmal gerade weiter. Und da haben wir da auch ein paar Blümchen hier. Jo, sehr schön. Ah, genau, hier wollte ich mit euch hin. Genau so sieht's aus. Da ist nämlich hier so ein Räumchen. Also kein Raum in dem Sinne. Aber da steht eine Schreibmaschine und da ist eine Truhe. Da können wir uns also ein bisschen erholen, auch wenn hier keine richtige Musik läuft. Ich werde nun erstmal das rausschmeißen oder alles rausschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. Das ist alles. So, warte mal. Abspeichern wollten wir auch. Moment. Ich muss gerade mal nachdenken. Ich glaube, wir räumen jetzt erstmal hier die Kisten voll. Jetzt habe ich hier kein Slot mehr frei. Das ist doch scheiße. Und so wird meine Ordnung wieder unordentlich. Beziehungsweise, warte mal, wir könnten ja mal Folgendes machen. Wir tun hier die rote Pflanze raus. Packe ich hier rein. Dann packen wir da die blaue rein. Und so gibt es nämlich wieder eine schöne Übersicht. Scheiße. Ich wollte doch hier bleiben. So, die rote Pflanze, die wollten wir da hinpacken. Ja, jetzt bin ich schon wieder viel zu weit unten, ey. So. Damit haben wir hier unsere Pflanzen wieder perfekt ausgestattet. Sehr schön. Das Gewehr behalten wir natürlich, aber die Munition packe ich auch weg. So, dann packen wir das mal dahin. Und dann werden wir die mal... Nein, nein, nein. So müssen wir das machen. Wir müssen die kombinieren. Kombinieren. Sehr schön. Jetzt packen wir das ganz nach unten. Die Munition packen wir weiter hoch. Und dann werde ich erstmal ein bisschen hier auf Erkundung gehen. So. Ach, das Teil auch noch. Den Hebel hier. So, sehr schön. Gespeichert haben wir jetzt noch nicht. Ich will das jetzt auch noch nicht speichern. Ich will es erst nachher speichern. Jetzt können wir mal weitergehen, ob wir da noch was finden hier. Ach, da ist hier dieses Loch, ne? Kann man da was machen? Nee.
Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas einführen, damit wir da irgendwann drüber kommen. Keine Ahnung. Hier gibt es nichts. Warte mal, das Bild war schön. Ich brauche noch einen Screenshot für Cryo World. Komm, das machen wir mal jetzt hier, ausnahmsweise. Stell mich schon mal hier direkt in Pose für den Screenshot. So, sehr schön. Okay, ich glaube, hier gibt es gar nichts mehr. Also hier kann man natürlich speichern, hier gibt es die Kiste. Aber zu finden gibt es hier nichts mehr. So, wir gehen nochmal zurück. Wir gehen jetzt doch mal durch die Tür durch, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Denn einen anderen Weg gibt es jetzt momentan nicht. Ich hoffe, dass ich hier nochmal zurückkomme. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ich weiß momentan nicht so wirklich, wie es weitergeht. Eine Weggabelung, da liegt was. Genau, hier, das nehmen wir noch mit. Granaten. Und das sieht so ein bisschen aus wie bei Tomb Raider hier. So ein Stein, so eine Kugel, die hier runterrollen könnte. Ich weiß nicht, ob sie das tut, aber sie sieht auf jeden Fall so aus, als würde sie das können. Deswegen renne ich da jetzt einfach mal runter. Und hier die nächste Tür. So, jetzt sind wir da oben. Ah, okay, da, warte mal. Das ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Ich sag's immer wieder, bei John McLeod habe ich das Let's Play gesehen, der Remake-Version. Aber das ist ja auch schon wieder ewig her, da habe ich noch gar keine Let's Plays gemacht, glaube ich. Oha. Vorne leuchtet auch was, kann man hier auch durch? Nee, da geht's nicht weiter. Eine Konsole. Kann man da was machen? Nee, nee, nee. Wir lassen es jetzt erstmal gut sein hier. Ich will da jetzt nicht rumfummeln. Da leuchtet doch was. Was war denn das? Ach, auf der anderen Seite, da hinten. Jetzt gehen wir erstmal das hier holen. Da leuchtet nämlich auch was Schönes. Ja, ein Magazin für die Pistole. Gut. Ein großes Loch. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. So, 30 Schuss für die Pistole. Okay. Ach, und das ist mir hergekommen. Und genau da gehe ich jetzt auch wieder zurück. Denn mit diesen neuen Gegenständen werde ich jetzt nochmal ganz kurz an die Truhe gehen. Die verstauen. Sofern ich wieder zurückkomme. Diesmal die Kugel entgegenrollt kommt oder so. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber passt ja alles. Gut. Tür geht auch wieder auf. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Erholung. Ich weiß, es sind noch nicht ganz 30 Minuten rum. Aber ich gehe davon aus, dass es in der nächsten Folge ziemlich heftig werden wird. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man hier mal so ein bisschen jetzt Pause macht vorher. So. Die Pflanze packen wir weg. Da haben wir doch keinen Platz mehr, ne? So war das doch. Scheiße. So, warte mal. Dann gehen wir da hoch hier. Blau nehmen wir mit. Packen wir da hin. Packen wir hier grün hin. Rot. So. Jetzt nehmen wir noch die Munition, die packen wir auch noch dazu. Ja, wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeugs hier. Das ist unglaublich. Eigentlich müsste das Spiel ja ein Kinderspiel werden, ne? So, 103 Schuss, 15 Schuss Shotgun. Ja, 25 mit denen in meinem Gewehr. 12 für die Magnum. Und noch einige Granaten. Okay. Die Granaten packe ich jetzt auch nochmal weg. Habe ich ganz vergessen eben gerade. So. Damit haben wir jetzt nur noch hier die Waffe und unser Farbband. Farbband. Okay, ich speichere jetzt mal, ne?
Komm, da tun wir das hier mal überschreiben. So. Mining Area. Okay. Ja gut, Freunde, dann machen wir mal eine kleine Pause. In der nächsten Folge geht es hier in dem Stollen weiter und ich glaube, dann wird es recht heftig zur Sache gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns nächstes Wochenende oder natürlich bei meinen anderen Folgen, die unter der Woche kommen. Also mach's gut, bis dann.